Lautstark forderte der SC Sternschanze einen Heimsieg in der Kreisliga 2 gegen Hansa 11. Die Partie offen geführt, Hansa 11 mit leichtem Übergewicht. Hier scheitert Bödecker kläglich mit einem Schuss an Sternschanze-Keeper Möhring. Das hätte die Führung sein müssen. Auf der anderen Seite eine schöne Kombination, doch der Schuss von Prechel fliegt am Hansa-Kasten vorbei. Schanze machte weiter Druck, wollte nun die Führung. Freistoß Prechel, doch der wuchtige Kopfball von Hapke zischt vorbei. Die zweite Halbzeit startete gleich mit Feuer, aus dieser Perspektive schwer zu erkennen, doch Hansa-Keeper Yilmaz holt schwarz von den Beinen. Alle Diskussionen waren unnötig, der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Doch Prechel scheitert im Duell gegen Hansas Torwart Yilmaz, der damit seinen Fehler wieder gut macht. Nur wenige Minuten später Kutun auf Prechel, doch der schien beim Aufstehen das Glück vergessen zu haben. Auf der anderen Seite Ecke Hansa und Möhring kratzt den Ball in Oliver Kahn-Manier gerade noch von der Linie. Sternschanze nun deutlich im Glück. Doch Hansa ließ nicht locker. Und jetzt schauen Sie ganz genau hin, lehnen Sie sich zurück. Marco Eichhorn, das 1:0 für Hansa 11. Marke Traumtor in der 88. Spielminute. Hansa konnte die letzten Minuten über die Runden bringen und sich auch bei Keeper Yilmaz für den Auswärtssieg bedanken. Hansa 11 bleibt Tabellenzweiter, während der SC Sternschanze auf Platz 10 abrutscht.